Hallo und herzlich willkommen zu Assassin's Creed Liberation HD. Und ja, wir haben an der letzten Stelle hier aufgehört. Und da ich die nächsten zwei Tage wahrscheinlich nicht aufnehmen kann, nehme ich jetzt nochmal schnell eine halbe Stunde auf, denn die nächsten zwei Tagen bin ich weg. Das wollte ich jetzt mal schnell ausbügeln. Dann nehme ich jetzt mal eben eine halbe Stunde, hab schon gesagt, auf. Aveline, bist du betrübt? Was hast du gefunden? Zu viel und nicht genug. Die Spanier stecken hinter den Entführungen. Aber die Opfer scheinen sich auf den Transport zu freuen. Wohin, das weiß ich nicht. Keiner im Fort wusste es. Die Anweisung muss von ganz oben stammen, von Gouverneur Ulloa. Versteckt er sich deshalb in La Balise, statt in die Stadt zu kommen und hier seine Pflichten wahrzunehmen? Was führt er wirklich im Schilde? Ich weiß es nicht. Doch ich finde es heraus. Das dürfte schwierig sein, solange er versteckt bleibt in La Balise. Ich treibe ihn raus und hole mir Antworten. Verhöre sind nicht gerade dein üblicher Stil. Dies sind auch keine üblichen Umstände. Gut. Dann passen wir uns diesen Umständen an und planen unseren Angriff. Dieser spanische Gouverneur hat die Handelsgesetze so verschärft, dass selbst die Plantagenbesitzer nur auf einen Vorwand warten, um sich zu erheben. Ich kann mich unter das Volk mischen und ihnen einen Vorwand liefern. Können wir gerne machen. Aber eigentlich wollte ich mal meine Schiffe beladen. Oder mein Schiff. Ups. Komm, lauf weiter. Fein. Knackiger Hintern. Naja. Lauf doch weiter. Liberation! Moros Espanol! Retrechez-vous! Haltet eure Position! Haltet eure Position! Vive la Louisiane française! Was soll ich machen? Ich würde mich zu gern widersetzen. Ach so, ja, wir sind die Unruhestifte, natürlich. Und wir sind sozusagen die sagen, ja, dann erhebt euch doch. So. Zeigen wir, aus welchem Holz wir bestehen. Wo sind wir? Ich erhielt eine sehr aufregende Information. Eine Schießpulverlieferung. Auf dem Weg zu einem Außenposten. Es sei denn, wir fangen sie ab. Dafür bin ich nicht richtig gekleidet. Habe ich Zeit zum Umziehen? Ja. Nimm dein wahres Ich an, hol deine Waffen und wir gehen. Wir? Du kommst auch mit? Du weißt schon, dass das nicht ungefährlich ist. Ja, nun, jemand muss doch navigieren. Mit den Kleidern? Gerald, ich... Aveline, ich scheue mich sicher nicht, mir die Hände schmutzig zu machen. Warum solltest nur du den ganzen Spaß haben? Ich wusste gar nicht, dass du... Ich weiß, was du denkst. Blanc der Vernünftige, Blanc der Langweiler... Ich bin mehr als nur ein Buchhalter, Aveline. Nun gut, du bist auch ein Navigator. Ein wahrer Magellan. Wieso nicht? Also... kann ich jetzt nicht hin. Nehmen wir unser wahres Ich an. Wir werden zum rücksichtslosen Mörder. Okay. Ich muss mir unbedingt nochmal durchlesen, wie man die... Oder nochmal lesen, wie man die
Ups, vielleicht nicht darum. Vielleicht auch nicht daran. Sondern hier rum. Im Bekanntheitsgrad der Assassinen vermindert. Denn da bin ich noch nicht so ganz hintergestiegen. Naja. Kann ja mal passieren. Da ist die Kutsche. Also den kriege ich von hier. Giftpfeile. Der muss nur nah genug rankommen. Was er natürlich nicht macht. Super. Achso, ja. Bei uns gehen gerade die Rollladen runter. Falls ihr das hört. Oh. Oh. So. Es tut mir unendlich leid. Wo haben wir noch einen, den wir... Oh mein Gott. Knapp. Sieht uns sonst nur einer? Nein. Der. Upsala. Der ist mir wohl ein Pfeil ausgerutscht. So, und für den letzten verwenden wir nicht unseren letzten Pfeil, sondern der kann einfach per Pistole dran denken.